Boah, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Platz auf der Bank, damit wir hier ein paar Spieler reinstellen können, die wir potenziell einbauen können. Ich will euch jetzt alle dabei haben beim Teambuilding, ja? Ich will euch jetzt alle dabei haben. Ich glaube, diese Woche spielen wieder sogar Hullet. Hullet hat mir letzte Woche echt gefehlt. Ronaldo ist safe gesetzt. Also Ronaldo ist safe, safe gesetzt, Chat. Der Inform Ronaldo, der war so gut. Ich habe den letzte Weekend League gespielt, das war mein Mann. Der hat 22 Spiele, 38 Tore, 12 Torvorlagen gemacht. Das sind 50 Tore in der Weekend League. Und das erst ab Spiel, ich hatte den erst ab Spiel 7 oder so, ne, wo ich schon 7-0 stande. Das heißt, die Noobs waren schon weg. Und dann hat er trotzdem noch 50 Torbeteiligungen in 20 Spielen. Das ist geistes. Der wird safe wieder in das Team kommen. Also, Cannavaro und Chrissy, der Krisch. Darum bauen wir jetzt noch ein schickes Weekend League Team. Ein schickes, schickes Weekend League Team. Was haben wir denn noch so im Verein? Ich habe noch einen Haaland im Verein. Ja, ich habe noch einen Bamba, aber Bamba will ich nicht nochmal spielen. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr Gutes, oder? Alessandrini könnten wir testen sogar, wenn wir Bock haben. Okay, sonst habe ich eigentlich nichts mehr so Besonderes im Verein. Damit bauen wir jetzt. Das ist unsere Ausgangssituation. Cannavaro, Ronaldo und Leute, 8 Millionen Coins habe ich noch. So, okay, wie fangen wir an? Was gibt es? Gibt es gerade eine geile SBC noch? Vielleicht kommt heute ja noch was um 19 Uhr, ne? Ich weiß nicht. DePay, wir könnten auch DePay vielleicht einbauen, aber der hat nur 88 Tempo. Nee, eher nicht, eher nicht, eher nicht. Aguero auch eher nicht, auch nur 7 und 88 Tempo. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nichts Gutes gerade, ne. Sollen wir Hullet schon mal reinstellen? Sollen wir ihn diese Woche wieder spielen? Ich habe ihn ja 2 Wochen nicht mehr gezockt, ne. Den Mann habe ich 2 Wochen nicht mehr gezockt. Hullet als Achter in meiner Formation, meiner 4-4-1-1. Hol dir Maradona. Was kostet Maradona und welchen holt man da? Voll viele wollen Maradona sehen, ja. Ist halt auch eine krasse Sache, das, was mit dem jetzt passiert ist und so, ne. Maradona 95 kostet. Sollen wir Maradona zocken? Aber da müssen wir den Baby zocken. Das ist, glaube ich, besser, oder? Maradona so auf der 10 oder so. Welchen zockt man, den Baby oder den 95er? Okay, welchen zockt man dann eher? Den 95er oder den 91er? Den 95er, der ist doch voll langsam, ne? Aber hat krasseren Schuss und so, ne? Ich tue den einfach mal rein hier. Den 95er. Das Team sieht dann schon. Ich glaube, das Team könnte richtig geil diese Weekend League aussehen. Maradona 95, zack. So, den würde ich dann auf der 10 spielen, Mittelstürmer. Er ist ja Linksfuß und hat 5 Sterne Skills und 3 Sterne schwache Fuß. Das ist sogar geil, da komme ich sogar mit klar. Da komme ich sogar Real Talk mit klar, Leute. Also, wir haben Cristiano Ronaldo Info, Maradona und Cannavaro aus dem Baby-Icon-Pack. Du wolltest doch dieses Mal R9 ausprobieren. Ich habe noch nicht genug Coins für R9, da fehlen mir noch ein paar Millionen. Aber Maradona, der sieht schon cool aus. Warte, ich mache mal eine andere Formation. 4-5-1 oder so. 4-5-1, so. Jetzt ballern wir Alessandrini, glaube ich, rein. Habt ihr ja mit Alessandrini Erfahrung gemacht? Ist der gut? Der könnte echt geil kommen. Den kann man auch easy linken. So, und dann hier einfach Franzosen oder so. Alessandrini ist so gut. 4-4, das passt sogar für mich auf dem Flügel. Könnte ich ausprobieren. Der ist krank sogar. Okay, ja, dann lass den doch zocken. Wenn wir den eh haben und durch Maradona so einbauen könnten, dann können wir das ja machen. Aber dann brauchen wir hier einen Franzosen oder einen Link irgendwie für ihn. Okay, ihr fühlt den ja alle absolut. Der ist ja dann bestimmt todesnice. Wen gibt es denn noch? Franzose, Rechtsverteidiger. Gibt es gar nicht so viele. Pavard gibt es da. Mukiele gibt es da. Scheiße. Ja, oder wir machen es am Ende, dass wir den auf Off-Shimmy spielen, ne? Ich habe nicht so Bock auf den Mukiele, ne? Wenn ich ehrlich bin. Save Donnarumma Recordbreaker. Oh, das ist eigentlich ein guter Call, ne? Donnarumma Recordbreaker, soll ich den schon mal reinstellen? Das ist eigentlich ein nicer Call. Das sieht auch richtig geil aus, mit so einem Recordbreaker zu zocken. Ja, Mann, Donnarumma Recordbreaker hier, der Cannavaro-Link, der ist schon mal nice. Den können wir schon mal stellen eigentlich. Und der ist auch groß. Der kann was, glaube ich, der Donnarumma. Perfect Link mit Zidane. Zidane, Zidane, Zidane. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir könnten den Zidane Baby zocken. Zidane Baby, dann wäre der auch full. Das ist ein guter Call, Chat. Das ist ein kranker Call. Zidane Baby, dann haben wir einen Sechser. Und dann bräuchten wir noch einen zweiten Sechser. Stell mal vor, Zidane und Hullet, Bro. Soll ich mir so ein richtiges Öler-Team dieses Wochenende bauen mit Cannavaro halt? Sollen wir uns ein richtiges OP-Team diese Woche bauen? Hullet und Zidane, Junge, Junge, Junge. Das sieht zwar schon Icon-lastig hier drin aus, ne? Aber warum nicht? Wir haben doch die Coins. Wir haben sie doch. Warum dann nicht? Warum dann nicht mal ein OP-Team bauen? Ich hätte mir so gewünscht, dass Ferland Mendy gerade Brasilianer wäre, ne?
Ferland Mondi zusammen mit Neymar linken. Boah, in so einem OP-Team, das wäre so geisteskrank. Das wäre so gestört krank. Stellt mal vor, ich könnte die beiden miteinander linken. So. Boah, wie heftig wäre das, aber geht nicht. Geht nicht. Maldini. Bro, da haben wir doch viel zu viele Icons. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4 Icons. Sagt ihr noch eine Icon rein, oder was? Alle sagen Maldini. Ja, und dann noch Pelé rein. Louis Full Icon Team. Moin. Meine Gegner sterben doch vor, wenn die das Team sehen. Die gucken sich das Team an und denken sich nur so, Bruder, was geht hier ab? Das können wir doch nicht bringen, jetzt auch noch Pelé und Maldini reinzuballern, oder? Wollen wir die Gegner mal mit Full Icon oder so ein paar OP-Karten überraschen? Das wäre zu viel, das ist gut. Niemals können wir das bringen. Lass mal noch irgendwas anderes zocken, Mann. Ich will noch coole Karten haben. Nimm Van Dijk Record Breaker, der ist zu teuer. 8 Millionen habe ich. Ich habe jetzt hier, was habe ich hier für Ausgaben? 8 Millionen Coins habe ich auf dem Konto. Ich habe hier einmal 3 Millionen, über 3 Millionen, die ich ausgebe. Und hier habe ich nochmal 3 Millionen. Dann sind wir schon bei 6 Millionen, die ich ausgebe. Ah, ne, hier habe ich nur 2,6. Können wir einen erbieten? Läuft gleich einer aus? Der läuft gleich aus. Davis. Aber wie machen wir Davis? Wie kriegen wir Davis Full? Geht nicht. Wie kriegen wir Davis Road to the Final Full? Lass uns den mal kurz angucken nochmal. Der hat so einen schlechten Abschluss gehabt. Der hatte so einen schlechten Abschluss, obwohl der 87 Schießen hat. Also wird auf jeden Fall ein bisschen Farbe nochmal ins Team bringen, ne? Abschluss 85. Das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen Farbe ins Team bringen, wenn wir das so machen. Road to the Final, Rule Breaker, Icons, Flashback, Record Breaker. Wir hätten so viel Farben in dem Team bisher, wenn wir das so machen würden. Ja, was machen wir? Rechte Seite, ne? Ich guck mal, welchen Rechtsverteidiger es so gibt. Rechtsverteidiger, was gibt es denn da so Schönes? Arnold? Nee. Roberto? Nee. Walker? Kann man machen? Vielleicht Walker und Joe Gomez? Was sagt ihr zu Walker und Joe Gomez? Info? Das ist Perfect Link, die werden auch auf Full Chemie kommen. Auch wenn die zwei rote Links hätten. Dann wird Joe Gomez auch auf Chemie kommen. Gomez Info und Walker, was sagt ihr dazu? Ist krass. Habe ich Walker noch? Was sagt ihr dazu? Walker und Joe Gomez. Walker. Ups. Das wäre schon super. Ne, ich habe Walker leider nicht mehr. Müsste ich dann kaufen, aber ist ja auch kein Ding. Ich habe ja Coins. Walker, zack. Joe Gomez. Wie findet ihr das Team? Gefällt mir eigentlich ganz gut. Sage ich euch, wie es ist. Und dann müssen wir mal Super Subs gucken. Okay, der Mann kommt raus. Bamba hat mich full provoziert, aber egal. Super Subs. Pelé. Neymar. Haaland. Bamba. So, das sind, glaube ich, meine Super Subs. Die drei hier. Offensiv. Wollen wir aber noch defensive Super Subs. Mondi. Das Team bauen wir uns, glaube ich, Chat. Das Team sieht cool aus. Ich finde das nice. Sieht OP aus. Sage ich euch, wie es ist. Es ist OP. Damit muss ich auf jeden Fall ein gutes Ergebnis holen. Und wenn mir Dings Davis und Douglas Costa nicht gefallen, hole ich einfach Neymar rein und Kamara. Das merke ich innerhalb der ersten 10 Games. Ob der mir gefällt, der Douglas Costa. Wenn nicht, mache ich einfach Neymar rein und hier Kamara hin. Dann haben wir auch noch so Dinge, die wir umstellen können. Wir haben einen Road to the Final. Wir haben einen Rule Breaker. Wir haben einen Inform. Wir haben einen Flashback. Wir haben einen Record Breaker und Icons. Ganz viele. Nice. Okay, Leute. Damit haben wir das Team gebaut. Ich bin gespannt, wie ich damit abschneide. Vielleicht breche ich damit sogar meinen Rekord und hole Elite 2 oder Elite 1 in FIFA 21. Bisher immer nur Elite geholt. Weiter als Elite 3 habe ich es noch nicht geschafft. Aber mit dem Team kann man das auf jeden Fall machen.